So, gehen jetzt mal aus dem Hotel raus und zeigen euch mal die Gegend. Ja, weil ihr gestern so lieb darum gebeten habt. Weil ihr gemeckert habt, dass ihr das Hotel kennt. Aber nicht, wo wir wohnen. Dann müsst ihr jetzt halt damit leben, dass wir schaufeln. Wir sind jetzt auf dem Weg zur JR Station und treffen uns dann mit Lisa. Gestern Lisa, heute Lisa und so viel Lisa, könnte ich nicht gewöhnen. Wir haben es nicht weit, ist gleich da drüben. Wenn ich jetzt zoome, hört ihr wieder keinen Ton. Und hört ihr den Krach so laut, ist es hier immer auch nachts. Wobei es jetzt auch noch vergleichsweise still ist, ja. Also ruhig. Das ist wahr. Hier. Trinkt auch warm. Yay! Chibi von hinten. Auf die Straße und in dein Gesicht. Das sah jetzt bestimmt wieder blöd aus. Ja. Hör auf. Autos. Mehr Autos. Da hinten ist der Itzi. Na? Seine Spielhalle. Mit Pachinko-Slots. Oh, es ist so kalt heute, es ist 6 Grad. Ne? Ja, also im Schatten ist es echt frisch. Ding, ding, Signora, ein, was. Nina, nimm was da. Ja, hier können wir auch geil aussehen. Ja, wir können verdammt geil aussehen, wenn wir mal Bock haben, was zu machen. Wo es sein soll. So, jetzt sind wir. Kommen wir jetzt schon zum Waschen oder was? Ich denke nach Nanba wieder. Weil das sind nur 120 Yen. Yeah. Den hab ich eben schon gesichtet, der Geile. Das geht öfter so. Besonders wenn Chibi ihre Attacken hat. Aber ich sag nur der Geil, ich fange nicht an zu. Chibi war gar nie, nein, die macht da. Wenn man hier nicht aufpasst, fahren sie einem mit dem Fahrrad einfach um. Oh, hallo. Okay, doch nicht hallo. Hallo und tschüss. Also mit so einer Tüte über den Kopf, dann ist es schon wieder erträglich. Holen wir uns Fahrkarten. Ja. Film doch mal richtig oder mach doch mal aus. Ich mach mal kurz Pause, sonst wird das Video zu lang. Okay.